Servus Leute! Willkommen zurück zu Metroid 2 Samus Returns. Return of Samus, so heißt es. Ich hab kein. Ja, super. Wie viel fehlen? 9. Ja, geil! Lalalala, ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss. Vielleicht sollte ich mal da zurück zu diesem Hauptgang gehen. Der da. Nein, da war Energie. Hier geht's nicht weiter. Hier war ich doch schon, oder nicht? Aber das ganze Metroid-Eier. Waren da jetzt Metroids irgendwo, oder waren sie nicht? Ah! Ja, super. Okay, das erklärt. Das beantwortet. Du Mistvieh. Das beantwortet meine Frage. Metroids, wo ich dachte, dass ich sie bekämpft habe, die waren noch gar nicht da. Okay, gut. Okay, ich zuerst recht sagen. Danke. Irgendwie dachte ich, dass die Metroids, die hier waren, dass ich sie schon besiegt hatte, aber vielleicht war dem gar nicht so. Das heißt, ich habe mich die ganze Zeit selbst reingelegt. War hier jetzt eins oder war hier keins? Nein. War hier eins? Ja, da. Eine mächtigere Version. Die dumm ist. Hä? Also entweder hatte ich jetzt verdammt Glück oder dieses Metroid war einfach nur dumm. Hier ist gar nichts. Vorausgesetzt, das sind überhaupt Metroids. Ich nehme es mal an, weil dieses rechte blinkende Ding da unten, das sieht aus, als ob es ein Metroid wäre. Naja. Oh, herrlich. Würde ich hier jetzt nochmal umgucken. Weil da rechts war eine Sackgasse. Ich wollte jetzt eigentlich zuerst nach rechts gehen, bevor ich hier nach links gehe, aber dass da rechts gar nicht weitergeht. Gibt es relativ wenig Sinn, da weiterzugehen. Okay. Hier ist wieder eins dieser Mistgeburten. Oh, herrlich. Wie geil. Ich komme hier schnell durch. Hallo Metroid, ist eins da? Ich bin's. Deine Mama Samus. Wie war das nochmal in Metroid Prime? Baby's Cry. Keins mehr da. Ich glaube in Metroid Prime war das. Nicht Metroid Prime, Metroid RDM meine ich natürlich. Da war es glaube ich so, dass Samus Aran einen Metroid irgendwie adoptiert hatte, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Der Samus dachte irgendwie, dass ein Metroid eins ihrer Babys wäre. Wie war denn das nochmal dein Intro? Ich erinnere mich nicht mehr so gut daran. Na egal. Was für Fetische die gute Dame hat, das kümmert mich nicht. Jeder hat so ein paar kranke Fantasien, was er gern mit Mann oder Frau anstellen würde. Niemand ist eine Ausnahme, ich auch nicht. Holy shit! Ich hab dich gar nicht gesehen. Du zerlegst mich gerade. Ja, ja. Danke, du hast mir ziemlich viel Lebenskraft abgezogen, weil ich dich gar nicht gesehen habe. Was ist das? Ah, danke. Es bebt. Ich muss jetzt nur wissen, wo ich jetzt weiter muss. Oh, dieser Beam ist ja herrlich. Okay, haben wir das geklärt.
Ah, du bist so eine dumme Kuh manchmal. Ja, ich weiß, es liegt an mir. Ich soll nicht die Figur beleidigen. Es liegt an mir, dass ich nicht gesprungen bin. Ganz im Ernst, Samus, die trägt einen tonnenschweren Anzug. Wenn sie da mal ein Bein nicht fürs andere bekommt, dann sollte ich nicht sauer auf sie sein. Warum auch? Ich kann froh sein, dass sie sich in dem Anzug überhaupt so einigermaßen agil bewegen kann. Okay, ich bin ganz unten. Das unterste Tier der Nahrungskette. Die Tiere hier stehen alle über mir. So, das heißt, ich muss jetzt da rein, glaube ich. Bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Holy shit. Bin ich hier richtig? Mein Stacheln. Und dann geht es noch weiter runter. Ne, ich glaube, ich muss noch weiter rechts. Danke. Ja, Raketen, die brauche ich gerade nicht. Obwohl ich eigentlich über 100 Stück habe, glaube ich. Ah, da ist jetzt ein Safe-Ding. Nein, ich hasse dich. Gut, danke. Da haben wir wieder so eine komische Röhre. Da haben wir noch eine. Oh, der High Jump ist ja obergeil. Ja, obergeil ist er. Njum. Dann hat man so ein Safe-Ding. Von mir aus. Bin ich hier richtig? Wie viel zählen? 10! Er hat sich ja gerade was getan, verwundert. Aber wenn es noch 10 sind, das heißt dann, wenn es als nächstes 16. Wie viel waren es von Anfang an? Ich weiß nicht. 40? Waren es am Anfang 40? Ich erinnere mich nicht. Gut, dass ich die Parts noch nicht geändert habe. Wobei. Stacheln. Ich muss da sowieso wieder reingucken. Zum ersten Part. Musik! Das heißt, ich bin richtig. Oder wie? Das heißt, die Musik sagt mir immer: Achtung, du bist hier und hier jetzt richtig. Achso, hier bin ich. Ah, genau. Und das Rumgelege geht mir auf die Nüsse. Oh, der Beam ist voll geil, ganz im Ernst. Okay. Das ist Todessuppe, genau. Das heißt, hier muss ich dann als nächstes hin, nachdem ich 10 weitere Metroids gekillt habe. So. Nächstes Gebiet. Was für ein Geklackere gerade. Sind überall Stacheln. Was ist das für ein komisches Geräusch? Klack, 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 klack. Ganz Zeit. Seid ihr das? Todessuppe? Ja, Todessuppe. Ist das die Musik? Das kann man nur Musik nennen. Okay, wo gehe ich zuerst hin? Ah, da unten sind Stacheln, also gehe ich nach oben. Danke. Ah, seid ihr des Wahnsinns? Okay. Soll ich zuerst ganz nach oben gehen? Oh, geht ganz schön hoch hinaus. Okay, gehen wir zuerst ganz nach oben. Zum Gegner. Okay.
so ein Schuss, so ein Wavebeam-Schuss ist irgendwie echt lustig. Dass ich irgendwelchen Sand zerstören kann, mit dem ich nichts am Hut habe. Ist auch irgendwie lustig. Okay, ihr seid ewige Auflader. Dann eben so von jetzt. Kann ich hier auch was reden? Ja, das sind Stacheln und ich komme hier weiter, Tatsache. Nein, ich komme hier nicht weiter, ich bin des Wahnsinns. Okay, hier. Oh, nein, 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 nein. Was ist das? Warum auch immer der Radius, der jetzt ein bisschen so groß ist. Hallo? Das ist kacke, ganz im Ernst. Ich will nach oben. Doch. Spider-Ball ist hier echt beschissen, sorry. Das wäre jetzt praktisch, aber beschissen. Links! So, danke. Nein! Okay, was muss ich nochmal tun? Klar. Ja. Geht doch. Ha. Haha. Mein Hirn aktiviert. Für nichts und wieder nichts. Warum? Das muss doch für irgendwas gut gewesen sein. Ah, wow, danke. Das ist geil. Okay, ich habe 140 Raketen, das ist schon so eine ganze Menge. Ja, so eine ganze Menge. So, wenn ihr hier seid. Das ist doch keine richtige Musik, was ich hier höre. Sie sehen diese Mischung aus verschiedenen Geräuschen. Klack, 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 klack. Danke. Unverwundbarkeitszeit for the win. Oh, wow. Das war ungewollt, aber egal. Hier wieder irgendwas zu finden. Ja, da oben. Komm zu Papa. Wo auch immer du bist. Space Jump. In der Luft mehrmals springen, nicht wahr? Ja, irgendwie ist das. Ah, so funktioniert es also. So, die Tür ist zerlegt und deswegen habe ich sie jetzt auf andere Art und Weise bekommen. Ah, leck mich doch am Hintern. So, dann eben so. Cool, ich habe den Space Jump. Irgendwie erreiche ich in jedem Part irgendetwas. Ha, yeah. Mann!
Ihr haltet mich nicht mehr auf, wollte ich sagen. Und dann das. Danke. Och, du Drecksvieh. Danke. Jetzt nach unten. Runter mit mir! Und was zu finden wieder? Items? Danke. Ja. Deswegen kann ich das nicht zerlegen. Damit. Yeah. Okay. Ich will da rein. Speicherstation. Yeah. Es geht gut voran. Da geht's auch wieder runter. Von mir aus. Metroid. Irgendwo. Aha. Oh shit. Wo ist es? Das ekelerregende Metroid. Das ist bestimmt hier links. Okay, der Space Jump ist doch gut. Nutzbar. Spacer? Was war das nochmal? So. Na, ob ich mich darüber jetzt freuen soll? Irgendwie hat mir der andere Schuss besser gefallen. Egal. Wenn er mehr Schaden macht, dann ist gut. Offensichtlich. Ja! Gut. No! Ich. Sag mal, bin ich doof? Offensichtlich. Die haben so einen echt beschissenen Rhythmus. Nein! Wow, wow, wow! Och, danke. Was heißt, ich habe jetzt den Spacer? Danke! Wavebeam mag ich zwar mehr, aber Spacer, ja, der ist vielleicht auch nicht schlecht. Zumindest da oben. Gar nichts. Ah! Die will mal wieder nicht springen und... Oh mein Gott, was... Ich so, ah, Metroid, wenn ich mir so angucke, was da noch auf mich wartet. Wo ist es? Ich erwarte es. Wo ist es? Ja, genau da. Komm her. Hallo. Da oben ist es, es steckt fest. Ah, komm her. Okay, du kannst wieder zurückgehen. Ja. Die Funzel will manchmal nicht. Oh, ich werde beleidigend, aber naja. Wisst ihr überhaupt, was eine Funzel ist? Also ganz im Ernst, ich weiß nicht, was eine Funzel ist. Ich weiß nur, dass es eine Beleidigung ist, aber ich weiß nicht, was genau. Ja. Dumm. Ach, ich könnte... Warum mache ich es nicht einfach so?
Ja, bist durch. Wenn ich das hier mit Space Jump mache, dann brauche ich 300 Jahre, ganz im Ernst. Ah, schon viel besser. Ah. Bevor ich das hier mit Space Jump mache und mich nur aufrege. Hau ab. Diese Aufladestation gibt, das ist so, um so viel humaner als Metroid 1. Weil man sagen muss, dass Metroid 1 wenigstens Musik hatte. Und hatte einen besseren Bildausschnitt. Weil der Bildausschnitt hier, ja, der legt zwar die. Da erkennt man zwar besser die Feinheiten, die grafischen, aber ein bisschen nutzen hat das jetzt alles nicht. Hau ab. Ich verstehe den Space Jump nicht, das ist das Beschissenste überhaupt. Ich meine, es ist zwar ganz lustig, dass man in der Luft da. Wusste ich nicht, ist zwar ganz praktisch, dass man in der Luft öfter springen kann, aber dann hätten sie es besser machen sollen. Nintendo hat das schon so oft gemacht. Warum müssen sie es beim Metroid verkacken? So. Wobei wirklich verkackt ist es ja auch nicht, aber es ist eben nervig. Haut ab. Ach, ihr Dreckigen. Wavebeam mag ich zwar mehr, aber die Waffe ist. Ja, hat auch ihre Vorzüge. Okay, jetzt war ich da. Das heißt, hier geht's in die mittlere Ebene. Da rechts ist auch noch was gewesen. Okay. Und ein Save-Punkt. Perfekt. Dann kann ich ja hier den Part jetzt. Ja. Kann ich hier den Part jetzt beenden mit meinen 150 Raketen? Das war Metroid 2, Return of Samus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.